Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Hier bei Let's Play Watch Dogs Nummer 3. Ja, doch. In der letzten Folge haben wir eine weitere Person quasi rekrutiert und eine Mission mit ihr ausgeführt. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Signalquelle. Ich bin sehr gespannt. Ich kann jetzt auch wieder auf Tab zugreifen, das ist schon mal ganz cool. Aber ich muss tatsächlich einfach nur die Straße runter. Okay. Ja. Es war auf jeden Fall sehr spannend und ich bin echt gespannt, was jetzt passieren wird. Und ob da jetzt nochmal irgendwie mehr rauskommt. Oder ob wir einfach nur das sehen, was wir schon in der ersten Cutscene am Anfang gesehen haben. Es wäre irgendwie ganz cool, wenn man nochmal ein bisschen mehr sehen könnte. Ja, ich hoffe, es ist gerade halbwegs irgendwie flüssig, denn ich gebe gerade ordentlich Gas, wie man merkt. Auf meinem Bildschirm sieht es halt echt sehr flüssig aus, aber auf dem Aufnahmebildschirm gibt es dann doch manchmal so kleine Ruckler, glaube ich. Ja, es ist irgendwie super nervig, dass das Spiel damit nicht so klarkommt. Gott, nichts ist mehr übrig. Fühlt sich nicht gut an, an einem Ort zu stehen, wo so viele gestorben sind. Dieser Ort ist echt verdächtig. Keine Leute, keine Bauarbeiten, aber es läuft haufenweise Security herum. Guter Einwand. Bagley, wonach genau suche ich? Irgendein Gerät oder sonst was, das immer noch dieses Signal senden könnte. Es scheint aus dem Schutt zu kommen. Okay, jetzt gerade hat selbst bei mir ein bisschen geruckelt. Es scheint aus dem Schutt zu kommen. Die Drohne ist irgendwie ein bisschen sehr viel zu groß. Ich brauche eine kleinere Drohne. Wir waren schon echt gut dabei. Ich muss mich da jetzt auch nicht unbedingt... Mist. Ich fliege einfach mal so ein kleines bisschen hier Richtung Straße. Zwei Personen kommen, meldet euch. Lieferdrohne. Lieferdrohne, Mann, wieso gibt es hier keine guten Drohnen? Irgendwie nur solche Trash-Drohnen. Was bist du? Nachrichtendrohne. Außer Reichweite. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh Mann, was bist du? Da! So. Hallo, ich bin nur für ein paar Nachrichten hier. Ich bin sensationsgeil. Okay, ich kann das anscheinend dafür nicht benutzen. Das ist ungünstig. Okay. Oh, oh. Was zum Fick? Das ist es. Das Signal kommt von diesem Spider-Bot-Teil. Bisher kein Hinweis, wem er gehört. Ich bin beeindruckt, dass es in dem Zustand überhaupt noch irgendetwas überträgt.
Wo ist der Rest? Schwer zu sagen, aber mit einer AR-Rekonstruktion können wir herausfinden, was damit passiert ist und was das mit den Anschlägen zu tun hat. Wenn du auf die Datenrelais in der Nähe zugreifst, kriege ich genug Daten, um die AR-Rekonstruktion zu erstellen. Mal schauen, ob diese Operation auch fehlschlägt. Mann, ich will mein Spider-Ding wieder haben. Mann, was habe ich nur getan? Ich kann darauf jetzt auch nicht mehr zugreifen, oder? Ich muss mir echt irgendwie... Oh Gott, jetzt brauche ich einen neuen Plan. Puh, okay, Da komme ich auch nicht hoch. Oh Mann, ich brauche irgendwas, womit ich wieder darauf zugreifen kann. Habe ich irgendwas dabei? Irgendwie nicht so, ne? Mann, diese Kack-Lieferdrohnen. Kann ich die jetzt irgendwie vielleicht doch kapern? Ich guck mal kurz. Geschützhex? Kampfdrohnen, Jagddrohnen. Ich suche Lieferdrohnen. Das habe ich hier doch irgendwo gesehen. Ah, okay. Das müssten die sein, ne? Ich kaufe das mal. Wofür habe ich es denn? So. Perfekt. Nacht abwerfen, ja, können wir gleich benutzen. So, den hätte ich gerne wieder. Hallo. Okay, das hat sie überlebt. Das ist schon mal ganz cool. Ah. Perfekt. Noch zwei weitere Datenrelais. Hallo. Neue Punkte. Das hat sich ja direkt gelohnt. Jetzt ist nur die Frage, wie ich wieder rauskomme. Und ob es jemals geschehen wird. So. Gut, und schon sind wir auf dem Weg zum nächsten Ding. Ich weiß auch nicht genau, was das ist. Oh Gott. Hallo. Ignorieren Sie mich bitte, ich putze hier nur. Noch ein Datenrelais und ich hab's. Und wo ist das? Es scheint irgendwie direkt hier drunter zu sein, oder? Hallo?
Dann habe ich immerhin schon mal den Schlüssel. Boah, nach unten muss ich anscheinend, ne? Irgendwie hier rüber? Ne, hier geht's nicht nach unten. Ich weiß nicht mehr, ob ich überhaupt nach unten muss. Du siehst mich nicht. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Hallo? So. Das sollte reichen. Jetzt nehme ich einfach das Audio aus diesem Stream und das Video aus diesen 36 und geschafft. Geh dorthin zurück, wo du den Spiderbot gefunden hast, und ich zeige dir die AR-Rekonstruktion aus der Nacht des Anschlags. Okay, verstanden. Natürlich ist das wieder auf der anderen Seite vom ganzen Komplex. War ja irgendwie auch klar. So, sie sind jetzt beschäftigt. Tschüss. Oh Gott, das hat mir irgendwie nichts gebracht. Hier steht halt einfach so eine Drohne rum. Es ist halt so lustig. Tschüss. So. Jetzt sind wir wieder da. CTOS AR. Data Reconstruction in Progress. Hast du die Ladung dabei? Halten wir etwa nicht Wort? Ich vertraue nie einem Kelly-Hund. Und wer seid ihr? Warte, Kelly? So wie Clan Kelly? Also stecken Gangster hinter den Bombenanschlägen? Das war Arbeitsteilung, okay? Die Kellys waren nur die Zulieferer. Interessant. Ich frage mich, wen sie da getroffen haben. Sie sahen nicht nach Clan Kelly aus. Gehört sie zu Zero Day? Steh nicht einfach rum. Sieh dich weiter um. Bagley, kannst du mir sagen, wer den Spiderbot gesteuert hat? Ich habe das Signal, das der Spiderbot sendet, jetzt vollständig entschlüsselt. Ich kann zwar keinen eindeutigen Nutzer identifizieren, aber dieser Code wird vom Metropolitan Police Service verwendet. Typisch. Die Drecksbullen haben alles mitbekommen und nichts gesagt. Okay, sehr sympathisch. Die Rekonstruktion geht hinter diesem Schutt weiter. Sollen wir den vielleicht abtragen? Oder einfach einen Quantentunnel durch das Raum-Zeit-Kontinuum aufmachen? Bis zur Quantentunnel-Technologie dauert es noch mindestens 10 Jahre. Aber Spiderbots und Drohnen haben wir schon. Versuch es doch damit, wenn du nicht warten möchtest. Guter Plan. Da war ich doch schon gar nicht mal so verkehrt, außer dass ich mich gerade irgendwie wieder in eine komische Situation gebracht habe. Oh Gott, das ist alles so irgendwie so ganz weird. Richte deine Menschenaugen doch mal auf die Ladung des Vans. Okay, verstanden. Ich will erstmal das hier angucken. Lol. What the fuck? Echter Glücksfund. Wieso? RDX-Stickstoff und genau dasselbe Zündsystem wie bei den Bomben im Parlament. Zero Days Visitenkarte. Da, schnell. Wir haben noch mehr zu tun. Ihr wurdet also angeheuert, alle Ziele zu versorgen? Klappe. Kenntnis nur bei Bedarf. Und wer seid ihr? Also hat Zero Day mehrere Gruppen koordiniert, um die Anschläge durchzuführen. So kann man auf jeden Fall einen großen koordinierten Angriff verüben und dabei anonym bleiben. Zero Day brauchte Leute und Ressourcen in unmittelbarer Nähe. Und man muss nicht der beste KI-Detektiv der Welt sein, um zu erkennen, dass sowohl Clan Kelly als auch Albion von den Anschlägen profitiert haben. Es ist halt sowas von offensichtlich. Aus der AR-Rekonstruktion nicht mehr raus. Aber wenn wir den geheimnisvollen Officer finden könnten, der mit dem Spiderbot spioniert hat, erfahren wir vielleicht mehr. Es ist halt sowas von offensichtlich, dass dass diese komische Army, die jetzt irgendwie die Stadt verteidigen möchte, irgendwas damit zu tun hat. Er wurde vor 3 Jahren New Scotland Yard zugeteilt.
Vielleicht finden wir im Revier mehr Informationen zu Nutzer und Aufgabe. Kaum zu glauben, dass die Polizei vielleicht die ganze Zeit wusste, wer wirklich dahinter steckt und es verschwiegen hat. Die Wahrheit erfahren wir nur, wenn wir der Sache bei New Scotland Yard nachgehen. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Aber ja, irgendwie finde ich, es ist voll offensichtlich, dass diese komische Army was damit zu tun hat. Ich meine, jetzt machen sie auf einmal so auf Weltretter, aber das lassen die sich natürlich auch ordentlich bezahlen. Dementsprechend, ja. Ich muss trotzdem sagen, das Spiel wirkt im Moment halt noch wirklich sehr instabil. Eben hatte ich halt auch nicht nur auf der Aufnahme Ruckler, also ihr habt wahrscheinlich auch ein paar kleine Ruckler mitbekommen, sondern halt auch, das Spiel hat auch bei mir geruckelt und das ist irgendwie voll strange. Mein PC müsste das halt wirklich locker packen. Wir haben ein Problem. Albion hat das Revier wohl übernommen. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge, wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Privatisierung dem Sinn und Zweck der Polizei widerspricht. Keine Panik. Es hat sich nichts geändert, außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spider-Bot musst du weiter rein. Mann. Wenn du es nicht tust. Mann, als ob die das gehört haben. Jetzt gehe ich einfach mal kurz hier rein. Wo denn? Ich weiß es doch selber nicht. Au. Ich muss jetzt echt mal kurz gucken. Technik. Können wir? Können wir? Wir können. Ja. Die hätte ich halt auch noch gerne. Granatenwerfer, ja moin. Ich versuche das mal kurz. Team. Waffe. Bearbeiten. Waffe, nee. Kann ich das vielleicht im Waffenrad machen? Nee. Muss die wahrscheinlich echt so komplett zuweisen, oder? So. Auf 20, nein, Team. Bearbeiten. Ah, im Kampf- oder Sperrgebieten nicht modifizierbar und dann wahrscheinlich auch nicht veränderbar, okay. Ungünstig, aber ist okay. Nee, hier ist niemand. Keine Sorge. Ich gehe rein. Oh. Bagley, ist das derselbe Spider-Bot? Die Seriennummer passt zu dem Spider-Bot vom Ort des Toan-Anschlags. Kannst du den letzten Benutzer identifizieren? Steuere den Spider-Bot aus dem Raum raus. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Okay, wird gemacht. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus. Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spider-Bot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Dieser Schacht? Nein. Ich sehe hier keinen Schacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt irgendwas gesenkt. Kann ich nicht einfach durch die Tür gehen? Hallo? Welchen Schacht meinte er? Oh Gott, ich bin gerade schon wieder so blind. Meinte er echt den Schacht? Nein, oder? Da komme ich doch niemals hoch.
stehen da? Ist das... Kann man da durchgehen? Wir probieren es natürlich aus. So, wenn ich da irgendwie rüberkomme. So. Hallo? Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht DedSecs Werk war. Komme ich so hier raus? Ich glaube eher, ich muss unten durch, oder? Gott. Okay, ich glaube, das müssen wir ein bisschen anders machen. Oh, damn. So. Bin mir ja nicht mal sicher, ob das, was ich hier tue, überhaupt richtig ist. Analysieren. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Vielleicht ist sie das Einzige, was von ihm übrig ist. Hä, das hätte doch locker funktioniert. Oh Mann. Wie komme ich hier raus? Oh. Eventuell ja so. 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 Oh Gott. Dachte irgendwie, ich könnte da durch die Monitore gehen, also quasi an der Seite durch, aber das hat wohl nicht funktioniert. Nein, ich hasse alles. Wieso? Oh Gott. So. So. Und so. Oh Gott. Es ist so ein Krampf. Und den Wissenschaftler da hinten haben wir auch erstmal außer Gefecht gesetzt. Beziehungsweise den Forensiker, so hieß er ja. So. Ich muss hier einmal durch, hallo. Naja, das Ding ist halt alles andere als ganz, ne? Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Drüber springen. Ist so leicht gesagt, ne? Mit einem kaputten Ding. Ach Gott, das war mir klar, dass das nichts wird. Oh Mann. So. Kann die nicht irgendwie fliegen oder so? Und perfekt. Auch dieses Geräusch, was sie macht, das klingt halt auch so übel ungesund. Moment, ich muss mal kurz was trinken. So. Wo bin ich denn hier? Oh Gott, noch mehr Leute. Wer hat beschlossen, dass die ihren Job nicht mehr machen können? Plötzlich kann irgendein Unternehmen unsere Straßen besser sauber halten als die Polizei. Ja, das finde ich auch komisch. Wenn der Kampf gegen das Verbrechen zum Geschäft wird, verschwindet das Verbrechen niemals. Wer wäre schlecht fürs Geschäft? Ja, das stimmt. Genau das gleiche habe ich lustigerweise auch schon gesagt. Aber ja, ich denke, ich würde dann auch an der Stelle jetzt einfach mal die Folge beenden, weil, ja, ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt noch gehen wird und ich nehme sowieso jetzt noch eine Folge auf. Ah, okay. Und dann wäre es, glaube ich, okay, wenn ich, ja, einfach an der Stelle die Folge beende und dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, wie es mit dieser Krabbe hier weitergeht. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich. Da.
Auch. Bahne dir den Weg durch diesen letzten Schacht. Wie immer sehr. Und was uns in diesem Schacht erwartet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin.